Wir zeigen hier eine Ausstellung mit Fotos von Handys afghanischer Asylwerbenden. Die Ausstellung heißt Tauben in Kabul. Die Idee zu dieser Ausstellung ist gekommen, weil viele dieser Asylwerber im ersten Kontakt, wenn sie nach Österreich kommen oder hierher gekommen sind, noch kaum über Sprachkenntnisse verfügen und ihr Handy als Kommunikationsmittel große Dienste erwiesen hat. Sie zeigen, wo sie herkommen, wo ihre Familie lebt, private Fotos. Die Idee war, diese privaten Fotos auch Menschen in Langenlois zu zeigen, um so einen besseren Kontakt herzustellen. Wir kennen Afghanistan eigentlich nur aus Kriegsberichterstattungen im Fernsehen, aber es gibt ein ganz anderes Afghanistan, das wir glauben, über diese Fotos ein bisschen vermitteln zu können. Ja, also die Flüchtlingshilfe Langenlois hat sie so 2014, 2015 gegründet und war von Anfang an ein Personenkomitee, also eine lockere Vereinigung von Menschen, die einfach gefunden haben, dass man die flüchtenden Menschen jetzt aufnehmen muss und ihnen auch irgendwie die Integration erleichtern soll. Und unsere Schwerpunkte sind halt vor allem Integration in dem Sinn, dass Integration nur über Deutsch lernen funktioniert. Wir bieten Deutschkurse an, wir betreuen die Asylwerberinnen und Asylwerber auch in gesundheitlichen Fragen, natürlich auch in rechtlichen Fragen. Und eine Ausstellung so wie die heutige ist also ein Zeichen, dass Integration auch bedeutet, einander kennenzulernen. Und wie kann man sie besser kennenlernen, als wenn man sich Fotos zeigt, und zwar die Fotos, die
die man halt am Handy drauf hat, weil das hat ja eine Bedeutung. Was ich am Handy mit habe, ist ein wichtiges Foto für mich.